Es wird gespielt und es wird gebaut. Es wird probiert und es wird fachgesimpelt. Hier treffen Väter und Kinder auf Computerspezialisten und Künstler auf Handwerker. Auf der Maker Faire in Hannover gibt es Nerds mit ganz speziellen Interessen, aber eben auch Familien, die Lust haben, etwas selber zu machen. Vieles hat mit Technik und Computern zu tun, aber manche Do-it-yourself-Projekte sind auch irgendwie oldschool. So wie das von Philipp Eggers-Glüß aus Hannover. Er versieht alte Gobelin-Stickereien mit modernen Elementen. Ich habe früher schon viel mit Kreuzstich gearbeitet, eigene Motive entworfen, gestickt. Und irgendwann bin ich über den Flohmarkt gegangen und habe gedacht, da fehlt was. So ein Gobelin lag da oder stand da, so eine Schwarzwaldszene. Und der Todesstern fehlte ganz klar. Ich habe es mit nach Hause genommen, ausprobiert und ja, ein paar Stunden später war das Bild dann endlich nach 40 Jahren mal fertig. Rund 1000 Maker stellen an 200 Ständen ihre Projekte und Objekte vor. Organisiert wurde die Mischung aus Messe und Wissensplattform vom Magazin Make, in dem Interessierte Anleitungen für Do-it-yourself-Projekte bekommen. Das ist auf jeden Fall zeitgeistig, weil damit spielt ja oft auch rein, dass man den Gedanken der Nachhaltigkeit hat. Das einfachste DIY-Projekt ist ja, Dinge zu reparieren, die kaputt gegangen sind. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns, dass man Sachen heile macht, anstatt sie wegzuwerfen. Und darüber kommen eben auch viele dazu, zu sagen, naja, wenn ich das kann, dann kann ich ja auch andere Dinge tun. Das Iron Horse kommt zusammen mit Künstlern aus Spanien und ist das größte Ausstellungsstück. Das lauteste ist wohl der knapp 3 Meter hohe Schlagzeugroboter. Er wurde erfunden, um einen fehlenden Drummer in der Band zu ersetzen. Und manche Maker haben sich auch nur ganz kleine Sachen ausgedacht. So wie Marie und ihr Vater mit ihrem Upcycling-Projekt, bei dem sie Fahrradventile veredeln. Mein Papa macht die Figuren und ich stehe jetzt mit am Stand. Und ich habe mitgesammelt. Rund 15.000 Besucher waren am Wochenende in den Hallen des Hannoverschen Kongresszentrums unterwegs. Die einen haben nur geguckt, andere haben gleich Pläne gemacht. Ja, ich habe viele Uhrenideen gesehen. Ich finde die Sachen, was so handwerklich ist, immer ganz toll. Die elektrischen Sachen. Super interessant zu sehen, mit was sich die Leute so beschäftigen, was gebastelt wird und man sammelt halt Ideen für eigene Projekte. Mich hat ein Vortrag interessiert. Einfach mal ein bisschen mehr da einzusteigen. Neue Ideen finden, was so geht, Fortschritt der Technik. Und wer weiß, vielleicht wird so aus dem ein oder anderen Besucher vom Wochenende ein neuer Maker für die nächste Maker Faire im August 2024.